Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesländer haben heute einmütig rasche Maßnahmen gegen den anhaltenden Strom von Übersiedlern aus der DDR verlangt. Über die Parteigrenzen hinweg forderten sie im Bundesrat die Bonner Regierung auf, das Notaufnahmeverfahren und Sonderhilfen für die Übersiedler abzuschaffen. Damit stellten sich nicht nur die SPD-regierten, sondern auch die unionsgeführten Länder gegen die Haltung der Bundesregierung, die in der Sitzung Innenminister Schäuble verdeutlichte. Zunächst jedoch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und des Saarlandes, Albrecht, CDU, und Lafontaine, SPD. Ein sich fortsetzender Massenexodus gefährdet den ökonomischen und sozialen Reformprozess in der DDR und führt zu unerträglicher Belastung unserer sozialen Sicherungssysteme. Die Arbeitskräfte, und hier ist die soziale Berechtigung für diese Forderung, die Arbeitskräfte werden in der DDR zur Umsetzung der ökonomischen und gesellschaftlichen Umbaumaßnahmen dringend gebraucht. Deshalb wollen wir das Eingliederungsgeld, das Anlass für eine Übersiedlung gewesen sein mag, streichen. Wir müssen auch für die Rentnerinnen und Rentner Anreize für ein Bleiben in der DDR schaffen. Die Rentensysteme beider deutschen Staaten müssen schrittweise vereinheitlicht werden. Die bisherige Rechtslage begünstigt immer größer werdende Ungleichheiten. Deshalb muss das Fremdrentengesetz wegfallen. Wenn heute jemand aus der DDR zu uns kommt, so ist er kein Flüchtling mehr. Es ist seine Sache, sich um Unterkunft und Arbeitsplatz zu kümmern. Natürlich stehen wir mit Beratung zur Verfügung. Aber er kann nicht erwarten, dass die Länder in der Bundesrepublik für ihn ein gemachtes Bett vorhalten. Anders ausgedrückt, ich bin dafür, wie meine Vorredner, dass er nicht schlechter und nicht besser behandelt wird als Deutsche, die innerhalb der Bundesrepublik ihren Wohnsitz wechseln wollen. Und es ist die Konsequenz dieses Grundsatzes, dass das Notaufnahmeverfahren für Übersiedler abgeschafft wird. Wir erwarten, dass die ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990 zu einer Stabilisierung der dortigen Verhältnisse führen. Und je schneller eine solche Entwicklung dazu führt, dass der Strom der Übersiedler zurückgeht, umso schneller können wir auf das förmliche Aufnahmeverfahren endgültig verzichten. Und die Vorbereitungen dazu werden bereits getroffen. Und wir sind so vorbereitet, dass wir unverzüglich auch handeln können. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff tritt dafür ein, bei einer Währungsunion alle Sparguthaben in der DDR zum Kurs von 1:1 umzutauschen. Eine Beschränkung auf Kleinsparer, wie sie Bundeskanzler Kohl angekündigt hat, werde die FDP nicht mittragen. Darüber müsse in der Koalition noch gesprochen werden. Allerdings, so sagte Lambsdorff, müsse es für den Umtausch einen zurückliegenden Stichtag geben, um Spekulationsgewinne zu verhindern. Der Generalsekretär der DDR-CDU, Kirchner, hat heute zu Informationen Stellung genommen, er habe Verbindungen zum ehemaligen Staatssicherheitsdienst gehabt. Dem ARD-Büro in Ost-Berlin sagte Kirchner, es habe in den frühen 80er Jahren in Zusammenhang mit seiner kirchlichen Arbeit Kontaktgespräche gegeben. Er habe aber nie für den Stasi gearbeitet. Sind Sie Mitarbeiter des Stasi gewesen oder nicht? Das bin ich nicht gewesen. Mir sind diese Vorwürfe, außer das, was der Spiegel kolportiert hat, auch nicht bekannt. Von daher kann ich jetzt im Moment auch darauf gar nicht reagieren. Also noch einmal die Frage, es hat nie irgendwelche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Staatssicherheit gegeben? Es hat keine Zusammenarbeit gegeben, aber es hat Gespräche im Zuge der meiner kirchlichen Tätigkeit gegeben, wie dies in allen Fällen gewesen ist, dass man hier an der einen oder anderen Stelle befragt worden ist. Aber Sie haben nicht, wie Herr Schnur, die Stasi über bestimmte Dinge informiert? So ist das. Können Sie uns ein Beispiel für diese Zusammenarbeit oder für diese Kontakte geben? Erinnern Sie sich an ein Beispiel? Das sind einige wenige sporadische Besuche gewesen, wo ich heute nicht mehr sagen kann, worum es ging. Liegen die weit zurück? Oder? Die liegen lange zurück. 70er Jahre? 70er, nein, eher 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre? Ja. Und das war Ihre Funktion als im Auftrag von kirchlichen Gruppen, haben Sie mit der Stasi gesprochen? Nein, dieses ist im Zusammenhang als Vorstand des Kreiskirchenamtes Gera gewesen.
gewesen. Ging es da um mündliche Kontakte oder haben Sie auch schriftliches? Nein, kein schriftliches nicht der Fall. Und was die Stasi von Ihnen wissen wollte? Was wollte die Stasi von Ihnen wissen bei solchen Gesprächen? Die sind offensichtlich reine Kontaktgespräche gewesen, wo der Inhalt weniger bedeutsam war. Wie muss man das verstehen? Kontaktgespräche in welcher Hinsicht? Um den Betreffenden kennenzulernen.